The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine Trübsal wie noch nie. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Wenn die Verkündigung der Botschaft des dritten Engels abgeschlossen ist, wird die Gnade nicht länger für die schuldigen Erdbewohner eintreten. Das Volk Gottes hat seinen Auftrag erfüllt. Alle haben den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn empfangen und sind auf die bevorstehende Stunde der Versuchung vorbereitet. Engel eilen im Himmel hin und her. Ein Engel kommt gerade von der Erde zurück und gibt bekannt, dass sein Auftrag erfüllt sei. Die Welt ist vor die letzte Entscheidung gestellt worden. Und alle, die sich den göttlichen Vorschriften gegenüber als treu erwiesen, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann hört Jesus mit seinem Vermittlungsdienst im himmlischen Heiligtum auf. Er hebt seine Hände und ruft mit lauter Stimme: Es ist geschehen. Wenn er das Heiligtum verlässt, bedeckt Dunkelheit die Bewohner der Erde. In jener furchtbaren Zeit müssen die Gerechten unter den Augen eines heiligen Gottes ohne Fürsprecher leben. Die Zügel, die den Bösen angelegt worden waren, sind nun beseitigt. Satan beherrscht die Menschen total, die sich endgültig gegen eine Umkehr und Reue gewehrt hatten. Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt hat seine Gnadenangebote verworfen, seine Liebe missachtet und sein Gesetz mit Füßen getreten. Die Bösen haben die Grenze ihrer Gnadenfrist überschritten. Der Geist Gottes, dem man hartnäckig widerstand, ist nun zurückgezogen worden. Von der Gnade Gottes nicht geschützt, bewahrt sie nichts vor dem Bösen. Satan wird die Erdenbewohner dann in eine große, letzte Zeit der Trübsal stürzen. So wie die Engel Gottes die heftigen Stürme menschlicher Leidenschaften nicht mehr in Schach halten, werden sämtliche Elemente des Streites losgelassen. Die ganze Welt wird in einen Untergang gerissen, der viel schlimmer ist als einst die Zerstörung des alten Jerusalem. Nur die Menschen, die reine Hände und Herzen haben, werden in jener notvollen Zeit bestehen. Jetzt, wo die vier Engel die Verwinde noch halten, jetzt ist es Zeit, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. The Lord is coming. Are you ready?